Willkommen Leute zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und heute präsentieren wir das Thema Innengewinde. Wir fertigen es in 5 Schritten maschinell und zum Schluss noch von Hand. Als Beispiel haben wir ein M5 Gewinde gewählt. Hierfür bohren wir mit dem Durchmesser 4,2 das Kernloch und wir prüfen anschließend das Kernloch mit Prüfstiften von 4,15 bis 4,33. Diese Werte könnt ihr auch später unserer PDF entnehmen, die wir für euch erstellt haben. Darauf sind noch zahlreichere Gewindearten drauf enthalten. Bis dahin viel Spaß! Wir beginnen mit dem Plandrehen, um eine saubere Ausgangsfläche für die nächste Bearbeitung herzustellen. Im nächsten Schritt zentrieren wir, denn damit unterstützen wir den Bohrer, um die Mitte zu finden. Anschließend bohren wir mit dem Bohrerdurchmesser 4,2 das Kernloch für das M5-Gewinde. Im vierten Schritt senken wir die Bohrung, um dem Gewindebohrer eine bessere Führung zu geben. Wir regulieren nun die Drehzahl auf das Minimum, um später das Gewinde zu fertigen. Wir fertigen zunächst das Gewinde maschinell. Hierbei ist zu beachten, dass wir zwingend Öl verwenden. Danach ist zu beachten, dass wir mit dem Gewindebohrer nicht zu tief in die Bohrung hineinfahren, sonst laufen wir auf den Bohrungsgrund auf und der Gewindebohrer bricht uns dann. Eine andere Möglichkeit wäre, einen kürzeren Anschnitt für den Gewindebohrer zu verwenden. Somit kann man ein längeres Gewinde fertigen. Um das alles zu umgehen, macht man 2 bis 3 Gewindegänge auf der Maschine, nimmt das Teil aus der Maschine heraus und macht es auf dem Schraubstock fertig. So Leute, das Gewinde wurde jetzt gefertigt, M5. Wir prüfen jetzt noch das Kernloch mit diesen 2 Stiften, Ausschussseite und diese hier muss rein. Dieser geht nicht rein, dieser geht rein. Und die Gewindeleere, dieser muss rein, funktioniert. Und die rote Seite geht auch nicht rein. Perfekt. Nun fertigen wir unser M5-Gewinde auch noch von Hand. Das Kernloch ist dabei schon vorgebohrt. Wir verwenden natürlich Öl. Wir versuchen, den Gewindebohrer gerade anzusetzen. Optimal wäre es, wenn wir noch einen Winkel verwenden würden, um optimal gerade hineinzukommen. Drehen ca. 3 Umdrehungen rein und eine halbe zurück, um den Span zu brechen. Und drehen das Gewinde schön gerade wieder zurück, um das Gewinde nicht zu beschädigen. So, nun ist das M5-Gewinde von Hand auch fertig. Das wird natürlich auch kontrolliert mit den Stiften. Einer darf wieder reingehen, der andere nicht. Dieser hier geht rein. Dieser hier geht nicht rein. Genauso Gewindeleere. Die Seite muss rein. Wie wir sehen, das funktioniert. Und diese Seite darf nicht rein.
Genau, perfekt. Nun sind wir am Ende von unserem Video angekommen. Zwei Arten, das Gewinde zu fertigen, einmal maschinell und einmal von Hand, haben wir euch nun gezeigt. Denkt daran, die PDF herunterzuladen, denn sie wird euch bestimmt weiterhelfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn wir wieder was Neues hochladen, läutet die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.